Das ist es. Hoffentlich hat Herakles alles dem phallischen Vögel erledigt. Man nennt Arkadien die Kornkammer des Peloponnesischen Bunds. Weizen ist die wichtigste Ressource der griechischen Welt. Los! Komm schon. Martha sagte, sie wartet auf mich beim Bildnis der Artemis in der Zeder. Sehe ich Martha und Brasidas wieder. Wer bist du? Ich? Ein Niemand. Doch du. Du bist sogar göttlicher als Brasidas dich beschrieben hat. Hier sollte eine Statue von dir stehen. Brasidas? Was hat er mit all dem zu tun? Kriegerin, sagte er. Such nach der mächtigen Kriegerin mit dem zerbrochenen Speer. Das göttlich ist von mir. Ich bin nur eine Reisende. Und es gibt mehr als einen zerbrochenen Speer auf der Welt. Und der Adler, von dem er sprach? Welcher Adler? Wo ist Brasidas? Ich muss ihn sprechen. Sicher musst du das. Und die Frau, mit der willst du auch sprechen, ja? Moment. Du bist ihr sehr ähnlich. Sag mir, wo sie hin sind. Das sollte ich. Dafür hat mich Brasidas immerhin bezahlt. Warum tust du es nicht? Er hat nicht genug bezahlt. Ha!
schwach und hässlich. Nur eine Reisende, sagt sie. Sag mir, wo sie sind, oder ich schneide dir das dumme Grinsen aus deinem dummen Gesicht. Er sagte, du wärst etwas jähzornig. Er hatte recht. Sag mir, wo meine Mutter ist, oder ich schiebe dir meinen Speer so tief in deine Kehle, dass du vor den Toren des Hades Eisen scheißt. Bitte, hab Gnade. Sprich! Sie sind auf einer Klippe, mit Blick auf Tegea. Sie das bezahlte dir nicht genug? Wer dann? Rede, oder ich knüpfe dich an den Eingeweiden an diesem Baum auf. Der Archon. Er zahlt mehr für deinen Kopf, als Brasi das in diesem Leben verdienen wird. Sag mir, wer der Archon ist. Ich will einen Namen. Lagos. Sein Name ist Lagos. Und er ist der mächtigste Mann Arkadiens. Wer das Korn kontrolliert, beherrscht die Welt. Du hast der Falschen gedroht, Malakka. Ich drohe nicht. Ich verspreche. Los. Ella. Nichts davon ergibt einen Sinn. Ein Glück hast du uns gefunden.
Ich erhielt deine Nachricht. Der Bote hat Glück, noch am Leben zu sein. Er hat dich verraten, Rasidas. Die Kultisten, von denen Myrine sprach. Sie wussten, dass du kommst und müssen Lagos gezwungen haben, ein Kopfgeld auf dich auszusetzen. Wir können in Arkadien niemanden mehr trauen. Deshalb sollten wir den Kopf des Archons aufspießen. Das ist die Sprache, die der Marionettenkönig in Sparta versteht. Finden wir heraus, was in Arkadien vor sich geht. Wir sollten dieses Lagos-Problem ohne allzu großes Blutvergießen lösen können. Wunderbar. Wir müssen vorgehen wie damals bei dem Höker in Korinth. So wird es geschehen. Was auch geschieht, wir brauchen Lagos lebend. Arkadien ist Spartas Kornkammer. Und Lagos hält sie gefüllt. Dieser Mann arbeitet für den Kult des Kosmos, nicht für Sparta. Dann müssen wir ihn aus ihren Fängen befreien. Warum sollte er aussteigen wollen? Kopfgeld und Drohungen sind nicht seine Art. Lagos ist ein Bauer, kein Mörder. Was also wäre dein Plan, Brasidas? Anders als deine Mutter bevorzuge ich die leise Lösung. Ich werde zunächst eines seiner Verstecke untersuchen. Vielleicht gibt es dort Hinweise. Was hältst du von dem Ganzen? Ich bleibe dabei. Schicken wir den Archon zu Hades. Wenn wir Sparta seine Kornkammer nehmen, ist der falsche König mittellos. Der Archon ist nicht mehr der Mann, den du kanntest. Der Kult hat ihn in der Hand. Da kam ich ja gerade rechtzeitig. In der Tat. Aber nun triff eine Entscheidung. Dein Plan erscheint mir sinnvoller, Brasidas. Danke. Schön, dass du zustimmst. Die Gefühlsduselei vernebelt dir den Verstand. Tausende von Spartanern sind auf Lagos Korn und Schutz angewiesen. Sein Tod sorgt nur für Chaos. Er hat ein Versteck auf einem Bauernhof nordöstlich von Tegea. Triff mich dort, bevor du etwas tust, was du bereuen würdest. Und was, wenn Brasidas Plan fehlschlägt? Der Archon versteckt sich in der Festung Samikon. Das Monstrum ist nicht zu übersehen. Du kannst ihn zur Strecke bringen, aber sei vorsichtig. Er wird gut bewacht. Ich finde heraus, was Lagos vorhat. Viel Glück, mein Kind. Los. In Tegea gibt es dreimal mehr Tiere als Menschen. Ich sollte auf Raubtiere achten. Komm schon. Ella. Ella. Los.
diese Achiochlisis. Ochlis. Irgendein Beweis zu finden sein. Du bist da. Lagos lebt also noch. Was ist das für ein Ort? Lagos ist ein Mann des öffentlichen Lebens in Arkadien. Hier befasst er sich mit dem privaten Ding. Bitte sag mir, warum hilfst du einem Mann, der meine Mutter und mich tot sehen will? Ich kenne Lagos schon ewig. Er versorgte mich mit Vorräten, als meine Soldaten hungerten. Ein so unehrenhaftes Verhalten passt überhaupt nicht zu ihm. Und wonach genau suchst du? Wenn wir herausfinden, wer Lagos manipuliert, ist Blutvergießen unnötig. Ich dachte, Spartiaten trinken Blut zum Frühstück. Ich hatte genug für zwei Leben. Ich habe noch Hoffnung. Du verweichlichst, Brasidas. Als Leonidas bei den Thermopylen fiel, schlossen wir uns gegen einen gemeinsamen Feind zusammen. Athener und Spartiaten kämpften Seite an Seite. Was ist los? Jemand ist hier. Wurdest du verfolgt? Nein. Gut. Hast du den Brief von Lagos? Hab ich. Wir müssen ihn zum verbrannten Baum nahe eines goldenen Feldes bringen. Dort wird uns jemand treffen und ihn zum Versteck bringen. Ein Brief von Lagos? Er könnte unsere Fragen beantworten. Ich folge ihm. Du durchsuchst weiter das Haus.
greifen? Hätte schwören können, dass das... Nun! Die Adlerfrau! Tötet sie! Ergib dich! Ich kam mit Lagos Familie hierher. Ich dachte, man bringt uns um. Wo sind sie? Unter der Erde. Stark bewacht. Geh und berichte meinem Freund Brasidas von all dem. Du findest ihn in einem alten Bauernhaus nordöstlich von Tegea. Das werde ich. Ich danke den Göttern für deine Hilfe. Verlassenes Bauernhaus. Das Versteck der Kultisten muss hier sein. Was war das gerade? Yeah!
wohl da unten ist. Bitte, hilf mir! Du hast mich gerettet. Ich danke dir so sehr. Wer bist du? Cassandra,
Rasidas schickt mich. Gehen wir nach Hause? Ich weiß es nicht. Wir sind seit Tagen in diesem Dreckloch gefangen, ohne eine Nachricht von Lagos erhalten zu haben. Ihr seid frei. Ihr könnt aber noch nicht zu Lagos zurück. Sind die gruseligen Männer noch bei Pater? Hast du vom Kult des Kosmos gehört? Nur Gerüchte. Seit mein Mann diese neuen Geschäftspartner hat, waren wir von Wachen umgeben. Zu unserer Sicherheit, sagte er. Und dann eines Tages brachten uns diese Wachen dann hierher. Sie zwingen deinen Pater, Dinge zu tun, die er nicht tun will. Ich finde Lagos und befreie ihn von den gruseligen Männern. Was wird aus uns? Ich gehe nicht zurück zu diesem Kerl. Und ohne die Wachen schweben wir in großer Gefahr. Geh fürs Erste zu meinem Freund Brasidas. Er erwartet euch bei dem Versteck nordöstlich von Tegea. Wo Lagos seine geheimen Treffen abhält. Bist du böse, Martha? Ich danke dir für unsere Rettung. Wir gehen zu Brasidas. Chere. Ella.
Jemand? Ich wusste, du findest mich. Früher oder später. Was hat mich verraten? Ich weiß, du hast meine Familie befreit. Sie ist sicher dank dir. Ich tat, was notwendig war. Auch wenn mich anscheinend jeder in Arkadien tot sehen will. Die Welt versinkt im Chaos. Der Kult allein ist schuld daran. Wir leben in Zeiten der Zwietracht. Sparta gegen Athen. Alt gegen neu. Und du glaubst nicht, dass die Kultisten das Feuer auf beiden Seiten schüren? Ich weiß, wozu sie fähig sind und was sie in Kauf nehmen. Ich will das Beste für Arkadien. Ich werde dich anhören. Es ist nicht zu spät. Verlasse den Kult des Kosmos und schließ dich Brasidas an. Heute bin ich euer Verbündeter. Woher weiß ich, dass du und Brasidas eure Meinung nicht ändern werdet? Wir können gemeinsam gegen unsere Feinde vorgehen. Du verdienst Besseres, als in Angst vor dem Kult zu leben. Du erinnerst mich an den jungen Brasidas. Du gibst mir Hoffnung. Der Kult gab mir dies. Sie sagten, es sei ein Zeichen meiner Ergebenheit. Vielleicht kannst du es gegen sie einsetzen. Ich finde sicher einen Weg. Ich hebe das Kopfgeld auf dich und Myrina auf. Und möge dein Kampf erfolgreich sein. Hab Dank, Archon. Wir wissen das zu schätzen. Du hast meine Familie ganz allein vor dem Kult gerettet. Das war sehr mutig. Wieso? Du hast dir einen König zum Feind gemacht. Pausanias drohte meiner Familie mit Folter und Tod, wenn ich ihn verrate. Pausanias? Hast du einen Beweis? Hier. Der Beweis für seinen Verrat. Danke. Der König der Lügen wird mich kennenlernen. Und los. Ella.
Und los geht's. Ella. Komm schon. Und weiter. Das Kopfgeld ist vom Tisch. Lagos ist am Leben. Na? Ich wusste, wir finden eine gewaltfreie Lösung. Dieser Kultist verdient den Tod. Lagos arbeitet nicht mehr für den Kult. Er hat eingesehen, dass er ohne sie sicherer ist. Der Kult des Kosmos würde seine eigenen Kinder fressen, wenn es ihm nützt. Lagos nicht. Er wurde von König Pausanias erpresst. Er hielt Lagos Familie als Geiseln. Ich kann es beweisen. König Pausanias? Wir müssen ihn in Sparta damit konfrontieren. Wir haben den Kranz gewonnen. Aber wir sollten auch noch Böotien für die Könige einnehmen. Richtig, dort wirst du gebraucht, bevor wir zurückkehren. Sehr gut. Dann verabschiede ich mich, Cassandra. Ich werde deine Taten hier nicht vergessen. Es war schön, dich wiederzusehen, Myrine. Obwohl wir nicht immer einig waren, hoffe ich, du erhältst dein Haus bald zurück. Arkadien ist wieder sicher. Und das Kopfgeld ist aufgehoben. Wir können unbesorgt reisen. Dann lass uns nun weiterziehen. Ich erkenne deine Schritte. Willkommen zurück. Sag mir, hast du den Berggott getroffen, der Spartas Kinder verschlingt? Der Berg ist ein Berg wie jeder andere. Was das Taygetos-Gebirge zu einem Ort des Leids macht, sind die Menschen dort. Ja, das gilt für alle schlimmen Orte auf dieser Welt. Als ich ein Kind war... Ich wusste gleich, als wir uns trafen, dass du eine Bürde früheren Leids mit dir herumträgst. Lass es in der Vergangenheit. Nun sag mir, König Artaxerxes, wie kann ich deine Geschichte glauben? Du siehst nicht unbedingt königlich aus. Nun, darum geht es doch. Ich verstecke mich. Beweise es mir. Ich könnte. Weißt du, ich kannte einen Mann namens Themistokles. Ein Athener Feldherr.
Ich hörte, er wurde durch ein Scherbengericht aus Athen verbannt. So ist es. Wegen belangloser Politik. Er kam nach Persien zu mir und bat mich um Asyl. Ich war König zu dieser Zeit, aber noch ein Kind. Er lernte Persisch und erzählte mir von seiner Heimat. Von Orten wie Akrokorinth, dem Taygetos-Gebirge. Die Orte, die du gern gesehen hättest. Ich liebte die Geschichten und ich liebte Themistokles wie einen Vater. Er war netter zu mir als Xerxes es jemals war. Eine letzte Geschichte, dann verrate ich dir, wo er seinen Schatz versteckt hat. Was ist deine Erinnerung an den Panzervogel in Arkadien? Eine Bestie aus Metall, die aus dem Berg herausragt und über den See Stymphalos und die wogenden Felder blickt, die sich wie ein goldenes Meer über ganz Arkadien erstrecken. Wenn du von dem Vogel hören möchtest, könnte ich ihn dir beschreiben. Nichts würde mich glücklicher machen. Es ist eine große Statue, gefertigt aus den Klingen gefallener Soldaten. Sie steht hoch über dem Stymphalossee und den goldenen Feldern. Dort oben konnte ich vergessen, dass Krieg herrscht. Dann ist es, wie es mir beschrieben wurde. Der Vogel erinnert an Herakles' Kampf gegen das Chaos, an einem besonders ruhigen Ort. Hoffentlich ergänzen sich die beiden zum Besten. Also, ich war an den fünf Orten, von denen Themistokles dir erzählt hat. Dafür wird dir meine Seele ewig dankbar sein. Nun zur Geschichte. Themistokles starb friedlich in Persien, als einer von uns. Ich versprach ihm, die Orte zu besuchen, von denen er erzählt hat. Seine Geschichten leben in mir weiter und nun auch in dir. Und deine Geschichte? Ich ließ die Leute glauben, dass Dareios mich getötet hätte, damit ich fliehen konnte. Artaxerxes, du solltest noch etwas wissen. Ja? Mein Großvater war Leonidas von Sparta. Das heißt? Dein Vater, König Xerxes, hat meinen Großvater getötet. Dann bist du zur Blutrache verpflichtet. Artaxerxes, falscher König. Diese Söldnerin führte mich zu dir. Es ist Zeit, meinen Auftrag zu Ende zu bringen. Kassandra, bitte! Bleib nur hinter mir. Artaxerxes, bist du verletzt? Obwohl du verpflichtet gewesen wärst, Leonidas zu rächen, hast du mich gerettet. Danke. Ich hatte keine Wahl. Der Mann wollte deinen Tod. Man hat ihn wie die anderen auf dich angesetzt. Er war es. Wenn er nicht nach Persien zurückkehrt, wird mein Bruder einen anderen schicken. Und dann noch einen. Ich sollte mein Schicksal akzeptieren. Du bist ein tapferer Mann, Artaxerxes. Das habe ich von Themistokles gelernt. Nun, was dich angeht, ich schulde dir etwas. Nun, ich habe dich gerettet und ich ging auf Abenteuer für dich. Eure Hoheit. Oh ja. Und deine Geschichten klangen, als würde Themistokles durch dich sprechen. Nun zur Bezahlung. Geh zum Grab auf Salamis, wo Themistokles seinen Schatz versteckt hat. Es ist nicht weit von dem Ort, wo er die Flotte meines Vaters triumphal geschlagen hat. Themistokles Schatz liegt auf Salamis. Ich frage mich, was es sein könnte. Ως
ist es. Das Grab, das Artaxerxes erwähnt hat. Er hatte recht. Ίσως και την Αϊκιακά. Την Άκια και οι Ιδρύες ονειμέν εξ Ατλαντίδος και η εκπροχούς ονειμένα. Άκουσα καλούς καρπούς από γέης. Ειρήνη τερατίν, καλυπλόκα μονθυγίαν και... Ω, θεά εύδρομε, πέμπτης της ωραίων και φαλάς νόσουστε. Και άλλη.